So, der eine ist hier drin gewesen. Genau, der eine ist hier drin. Clay. Clay, 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 Clay. Da. Hier einmal. Einmal durchbrezeln. Und dann die Jungs nehmen und zu einer Jerrycan machen. Wir testen das mal mit Wasser. Nee. Die Jerrycan kann nicht mit Wasser interagieren. Die kann also nur mit dem Tank selber interagieren. Das ist ein Problem. Shit, shit. Ich bräuchte halt 36 Eimer, ne? Dafür. Super. Das können wir testen, warte. Wäre zwar super nervig, aber wenn es nicht anders geht. Ne, geht nicht. Macht er nicht. Will er nicht. Kann er nicht. Kennt er nicht. Müsste also die Lava erst irgendwo rausschaufeln, in den Tank schüppeln. Dann mit der Jerrycan draufgehen. Die Jerrycan? Ich glaube nicht, oder? Nee. Lässt sie nicht platzieren. Hast du alles ausgesoffen, Träne? Dann pfeffi die Kör wieder alle. Ach so, ja, das ist dann blöd, Trainer. Das ist dann ungünstig. Also ich müsste jetzt losziehen und mit... Oh Gott, wirklich jetzt? Und müsste jetzt mit 36 einmal ein Lava holen gehen. Oder halt eben mehrfach fliegen. Wir können mal gucken. Lava Buckets. Nee, lässt sich nur füllen an der Bottling-Maschine. Lässt sich anders nicht herstellen. Ja, und natürlich halt eben beim Dings, beim Lava, meine. Was? Lava selber? Lava selber? Nur über den, hatte ich gerade schon offen, nur über den Absorber. Dann würde ich die Flüssigkeit sogar hier hinpacken. Jetzt hier den Lava-Kollegen. Der ist zwar. Weil der gehört ja nicht mit wirklich zum normalen Aufbau dazu. Ist aber ähnlich. Genau das Problem, Biene. Es gibt keinen Tank. Das ist das Problem. Es gibt keinen Tank hier, den wir nehmen können zum Transportieren. Es gibt diese Fluid-Tank-Barge, aber ich glaube, die hat nichts. Ja, ganz ehrlich, wir machen das Folgende. Wir bauen jetzt hier schon mal den Absorber auf. Bauen da drüber den Tank von Immersive. Und halt darunter das Floodgate. So. Und wenn das dann alles fertig ist, dann fliegen wir los mit 10 Eimern im Gepäck. Fliegen wir los. Die Schmelze. Denn, nee, ich glaube nicht. Ich denke, es generell gibt es hier nicht.
Aber selbst wenn, würde es ja angezeigt werden, dass man da Lava machen könnte, weißt du? Also, wir bauen jetzt den Fluid Absorber auf. Bereiten euch schon mal vor, oben drauf den Tank, unten drunter das Floodgate. Und dann Drum. Drum könnte sein, ja, warte. Nee, leider nicht. Gute Idee, aber leider nicht. Die Can haben wir ja schon gerade, die Jerry Can. Aber die kann halt eben keine Lava aufsaugen. Das hatten wir gerade schon getestet. Ja, da ist auch nichts weiter. Oder Kanister wäre eventuell noch, aber nee, gibt's auch nichts. Nö. Also. Machen wir mal hier mal kurz ein Dings fertig. Das ist 3, hier der Fuß. Dann fliegen wir erstmal, fliegen wir halt mit Eimern und fertig. Ist ja auch nicht so wild. So. So, das ist Tier 3, wir brauchen Tier 5 dann gleich. Müssen wir halt die mal kurz upgraden. Das ist der richtige, das ist die richtige Höhe, ne? Ja. Die T5-Frames waren, glaube ich, aus Eisen oder Alu. Bin ich gerade nicht ganz sicher. Da müssen wir logischerweise noch Glas in die Wände machen. Dass uns das Zeug nicht da überhin spratzt. Aus den Tanks. Okay. Ach gut, nehmen wir die Leiter. Die Treppe. So. Habe ich noch Tier 5 Frames irgendwo rumzufliegen? Da haben wir hier nochmal 10. Die werden aber nicht reichen. Okay. Und dann brauchen wir jetzt nochmal 3 hier, 3 da. 3 da sind wir 9. Und dann nochmal 10 an den Seiten. Also nochmal mal 20 oder 22 müssen wir, glaube ich, machen. Das heißt, Tier 5 Support Frame. Support Frame. Das war Eisen und Stöcker. Zack, zack. Schnell gemacht. Ein paar mehr. So, und dann 21 müssen wir machen, damit das reicht. Denke ich. Wenn ich mich nicht verzählt und verrechnet habe. Ah, habe ich. Ich habe die drin nicht mitgerechnet. Ich glaube, wir haben ein zu wenig jetzt. Ja, es ist genau einer zu wenig. Ha. Dann nochmal 2 Alu-Blöcke obendrauf. Noch Alu da irgendwo. Habe ich einen Block? Keine Alu-Ingots da? Wiss? Wäre ungewöhnlich. Hier noch ein paar. Okay, dann machen wir doch mal nochmal einen Schwung Alu durch die Schmelze. Zinn. Hö? Wo ist das Aluminium? Oh shit. Wer hat vergessen, den letzten Ding umzuschalten? Wusch. Jetzt brauchen wir gleich ein paar Drohnen mehr tatsächlich. Holz. Holz. Und dann. So. Und so. Und jetzt ein paar Drohr machen.
Den Key nehmen wir in die Offhand. Und dann bauen wir noch ein paar Drohre an hier. Machen wir die Ecke ruhig voll einmal. So. Die sollten ja eigentlich kein Feuer fangen können. Hätten. Mal abwarten. Okay. Soweit so gut. Und dann hinten den am Umdrehen mit dem Hämmerchen. Leicht verkackt. Ja, nur leicht. Der Rest passt aber alles, ne? Ja, der Rest passt. Ja, ich hätte nur den vergessen hier. Ja, so. Und da kommt der Rest rein. Sehr gut. Wir müssen noch einen freimachen schnell, dass da das Alu auch rein kann. Und wir ziehen mal das bisschen Alu von hinten ein bisschen raus. Das auch gleich mal in die Schmelze hauen können. Okay, da ist das. Und jetzt warten wir aufs Alu. Bin gleich zurück. Sorry, Reh, da bin ich wieder. So, Alu haben wir fertig. Da können wir jetzt die Capstones draus machen. Gib mein Headset kurz aus, warum auch immer. Danke.
So, Alu verbreiten 1, 2, 3. Oh, hatte ich ein zu viel noch? Nicht schlimm, nicht schlimm. Den und den und jetzt den wieder weg. Dann machen wir jetzt Glas in die Zwischenwände. Und dann das Floodgate oben drauf. So, jetzt überall die Dinger rein. Dann das Floodgate in die Mitte, dass halt die Lava direkt hier reingepumpt werden kann, wenn wir die oben reinleiten. Und reinleiten tun wir das über den Tank von Mechanism. Wobei ich jetzt gerade nicht mehr ganz... nicht mehr ganz so sicher bin, ob der dann auch nach unten raus kann oder man das... Müsste man aber umstellen können, glaube ich, normalerweise, ne? Bei dem Mechanism-Tank. Das war ja eigentlich immer so, dass man es umstellen konnte. So, zack, zack und zack. So. Das Floodgate musste ja, glaube ich, da drüber sein. Das Fluid Outlet. Das wird dann bis Unterkante von dem Ding füllen. Und jetzt können wir darauf die Kollegen bauen. Wir brauchen dafür ein bisschen mehr Eisenplatten gerade. Wir brauchen das Iron Sheet Metal. Und zwar eine ganze Menge davon. Und zwar brauchen wir insgesamt von dem Tank, das fand ich auch drin, wir brauchen für den Tank 4 Treated Wood Fans und 34 Iron Sheet Metal. Habe ich den behandelten Zaun noch da? Habe ich nur 3 da? Habe ich behandeltes Stöcker da? Habe ich nicht. Habe ich behandeltes Holz? Habe ich hier. Okay, dann los. Behandelte Stöcker. Einen behandelten Zaun. Und jetzt das Sheet Metal. Wo sind die Eisenplatten, die ich gerade gemacht habe? Vermutlich da hinten in der Kiste. Jawohl. Noch ein paar dazu. Das müsste sogar schon reichen jetzt. So. Nee. Das war so, ne? Genau. 34, 20, 35, 32 und 36. Natürlich geht das nicht auf. Na gut. Decorative und Sturdy. Das war ein Erfolg. Mach, ja, zum Sheet Metal. Und dann jetzt. Die sind dann sogar noch eins höher. Okay. Das heißt, das Sheet Metal hier drauf. War jetzt blau in oder blau war Input, ne? Immer? So. Dann unsere Zäune. Eins, 2. Der weg. Wir können doch sogar, warte mal, was wir sogar machen können ist, damit das Ganze ein bisschen schicker wird später. Wir können ja schon mal, das Holz verbrennen wir da unten, das passt schon. Wir können es direkt schon mit Glas auskleiden auch. So wie es halt auch bei den anderen Dingern ist. Dann sind wir da schon mal safe. Es könnte nur passieren, dass eventuell dann das Fluid Outlet ins Wasser fällt. Aber dieses Risiko muss ich eingehen. In die Lava fällt. So. Das Ding ist jetzt 3x3, ja, ne? Genau. Das ist einfach nur. Nee. Doch, genau. Gut. Ist das Ding voll oder hohl? Das ist hohl, ne? Das sind 3x3. Ja, dann genau, es muss hohl sein, sonst wird das gar nicht reichen. Mit den 34. 3x3x4, okay.
Es sollten auf jeden Fall 2 überbleiben am Ende. Dann habe ich es richtig gebaut. Ich hab eine Ahnung, dass der da auch weg muss. So. Okay. Und jetzt, wo klüppeln wir gegen? Unten gegen die... Nee, da vorne an die Geschichte. Nice. Das hat geklappt. Okay. Und wo sage ich den jetzt, wo In- und Output ist? Okay, das ist echt ein Problem. Hat oben auch, glaube ich, auch keinen Anschluss, ne? Shit. Oh, der oben hat einen Anschluss. Okay. Sag nicht, man muss es da wirklich reinpumpen oder so? Und es wird da dann reingedrückt werden. Okay. Wir testen es mal gerade mit Wasser. Der Plan ist jetzt folgendes. Ich kippe oben Wasser rein in das Gerät. Und das lässt das Wasser nicht raus. Redstone. Alles klar, warte. Gucken wir mal. Würde vermutlich auch im Handbuch stehen, oder? Wir machen es mal richtig. Wir lesen mal das Handbuch. Komm, dafür ist es ja da. Also. Ich habe in diesem Tank noch nie gearbeitet, weil ganz ehrlich, der Tank ist so nervig, so scheiße, so riesig. Und der hat, wie viel Platz hat er? Sehe ich gerade gar nicht. Okay, der hat 512 Buckets. Das ist doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Okay. Aber normalerweise war der doch kleiner, oder? Aber meistens hast du kleinere Buckets, kleinere Tanks, da geht ein bisschen mehr rein. Und die sind halt handlicher und die kannst du mitnehmen. Heavy Machinery? Nee. Wires Constructions? Tank. Large amount of fluid, restore 512 Buckets auf eine fluid, which can be piped in through the top or bottom block. Okay, also es kann man ganz oben oder unten reinpumpen, das ist gut. Fluids can only be extracted from the bottom center block. Applying a redstone signal to the bottom center block will make the tank automatically a compatible. Okay. Okay, okay. Gib mal ein Hebel. Wer von euch nutzt regelmäßig diesen Tank? Und wenn ja, warum? So, du hast jetzt einmal Wasser drin, da kommt jetzt wieder das Floodgate dran. Und wenn ich jetzt dann Redstone-Signal ranbringe, müsste er das ja dann direkt nach unten rausdrücken, ne? Ja, das hat funktioniert. Sehr gut. Okay. Dann einmal machen, losfliegen, Lava suchen. Go, go. Zack. Den einmal können wir wegmachen hier. So, dann verbrauchen wir gleich unser ganzes Eisen, oder? Scheiß drauf. Jetzt hier aus mit der Dings. Hier läuft es noch ein bisschen zusammen, aber es ist halt noch viel zu viel gerade. Ja, weil das Alu selbst blockt hier gerade alles, glaube ich. Nee, der ist leer. Was
blockiert denn da jetzt gerade so hart? Einfach nur die Sammlung der Blöcke jetzt, oder was? Die Rohr sind alle leer. Ja, da ist nichts mehr drin. Aber das staut sich halt, weil da so viel Zeug ist wahrscheinlich. Was heißt staut sich? Da ja alle Drawer leer sind, staut sich im Grunde ja nichts. Dauert halt ein bisschen, bis es alles durchkommt. Aber das passt ja. Gut, also. Butter. Zahnrad geht weg. Und wir machen jetzt noch ein bisschen mehr was an Eisen. Ja. Das ist alles, was ich habe an Eisen? Ernst? Scheint wohl so. Jupp. Schade, Marmelade. Was haben wir hier? Mein Kaffee schon wieder alle ist. Mein Wasser ist auch alle. Hallo. Meine Wasserflasche ist auch alle. 36? Wieso 36? Hätte ich denn nicht den ganzen Stack machen sollen? Okay. Anyway. Warte mal. Hä? Das war doch 3. Nee, es war 5 zu 1, ne? Es war ja 5 zu 1, natürlich. Ah. Okay, cool, cool, Dante. Danke. Das klingt schon mal gut. So, So, 16 Eimer, das muss jetzt mal reichen. Und dann gehen wir's los. Und suchen Lava. Mit unserem Gyrokopter. Ich verwechsel, ne? Nicht das Gyros, sondern der Gyrokopter, ne? Danke, Baron Grimm. So, überirdische Lava sehen. Oh. Das ist ein Mechanism Meteor, oder ist das? Nee, das sieht anders aus. Der orange Stein ist ein bisschen nervig, weil man könnte ihn aus der Entfernung für generierte Lava halten. Die hat sich nicht verbreitet hat. So ein Eispalast. Nochmal Meteor. Eventuell für I2, ja, das kann gut sein. Nee, ist es überhaupt drauf? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gehen mal runter. Wir gehen mal gucken. Ich will ein Bett mitnehmen soll, nicht Depp. Was ist das? Obsidian? Ganz normales Obsidian. Und Gilded Blackstone. Und das sieht aus wie ein Minecraft-Block. Also kein Skystorm. Würde ich sagen, Dante, ja? Würde ich definitiv sagen. Geht ja immer um den letzten Stream. Gutes, gutes. Ah, da kommt gerade Lava aus dem Berg gesifft. Wäre es mal gut zu wissen, ob man dann eventuell sogar.
Nee, okay, ich kann vermutlich nicht da. Okay. Das nett.